Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns das Spartprodukt an. Das ist die Aufgabe 23. Berechnen Sie aus den gegebenen Vektoren das Spartprodukt. Wir sehen, wir rechnen für das Spartprodukt zunächst ein Kreuzprodukt und dann ein Skalarprodukt dieses Vektors mit diesem Vektor. Und wenn das letzte ein Skalarprodukt ist, wissen wir, okay, es kommt am Ende wieder ein Skalar als Ergebnis raus. Also Skalarprodukt und Spartprodukt haben wir als Ergebnis ein Skalar. Kreuzprodukt hat als Ergebnis einen Vektor. Gut, dann machen wir das hier bei Aufgabe A. Haben wir die drei Vektoren gegeben. Das heißt, wir rechnen U Kreuz V Punkt W. U ist 0 minus 1, 3. Kreuz 2, 5, 13, also Kreuz V. Das in Klammern Punkt W 1, 4, 2. Gut. Fangen wir an mit der Nebenrechnung für das Kreuzprodukt. Wir schreiben wieder die Vektoren immer zweimal untereinander, streichen oberste und unterste durch und dann hier über Kreuz. Das heißt, wir haben da stehen minus 1 mal 13 sind minus 13, minus 3 mal 5 minus 15. Dann nächste. Das und das. Dann steht da 3 mal 2 ist 6, minus 0 mal 13, also 0. Dann für die dritte das noch, 0 mal 5 ist 0, minus, minus 1 mal 2, sind wir bei minus 2. Mal 1, Punkt 1, 4, 2. Gut, minus 13, minus 15 sind wir bei minus 28. 6 minus 0 ist 6, 0 plus 2 ist 2, Punkt 1, 4, 2. Jetzt brauchen wir nur noch das Skalarprodukt zu lösen. Also 1 mal minus 28 sind minus 28, 6 mal 4 ist 24 und 2 mal 2 ist 4. Kommen wir am Ende auf minus 28 plus 24 ist minus 4 plus 4 ist gleich 0. Was bedeutet das? Das Spartprodukt verschwindet also, es wird zu 0. Und damit sind die Vektoren linear abhängig. Also die drei Vektoren liegen in einer Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt aus U und V habe ich ja hier eine Ebene aufgespannt. Ja, das ist jetzt meine Ebene, die natürlich nicht seitlich begrenzt ist. Ne, die Ebene geht natürlich hier weiter. Zum Skizzieren muss ich es aber irgendwie machen. Das ist meine Ebene und damit da ein Parallelogramm raus wird, muss der Vektor W irgendwie hier rausstehen. Ja, der muss irgendwie aus der Ebene rausgehen. Dann bekomme ich hier ein Parallelogramm. Ja, also das wäre jetzt hier U, ein Parallelpipett bekomme ich so. U, V und W. Wenn W aber jetzt nicht nach hinten zeigt, ja, also sondern auch in der Ebene von U und V liegt, dann bekomme ich hier kein Volumen. Deswegen Volumen des Parallelpipetts ist gleich 0. Und das bedeutet, diese drei Vektoren, also der Vektor W liegt in der Ebene von Vektor U und V und deswegen linear abhängig. Wenn also die Aufgabenstellung lauten würde, überprüfen Sie, ob diese drei Vektoren linear abhängig sind. Was machen wir? Wir können zum Beispiel das Spartprodukt berechnen und feststellen, okay, die drei Vektoren sind linear abhängig. Gut, jetzt gucken wir uns noch Aufgabe D an. Auch wieder U Kreuz V Punkt W. U ist minus 2, 3, 1. Kreuz 2, 0, 2. Mal, also Punkt 6, minus 3, minus 1. Auch wieder in der Nebenrechnung das Kreuzprodukt. Erste, letzte durchstreichen.
3 mal 2 minus 1 mal 0, also 6 minus 0. Dann haben wir 1 mal 2, 2 minus, minus 2 mal 2, minus 4. Und unten haben wir 2 mal 0, also 0 minus 3 mal 2, also minus 6. Kommt raus 6, 2 minus minus 4, 6 minus 6. Okay, da habe ich vergessen, diesen Vektor mit abzuschreiben für das Skalarprodukt. Also 6 minus 3 minus 1 natürlich. Und dann haben wir als nächstes da stehen 6 minus 6, 6, 6, minus 6, Punkt 6 minus 3 minus 1. Dann bilden wir jetzt das Skalarprodukt, also 6 mal 6, 36. 6 mal minus 3 ist minus 18. Und minus 6 mal minus 1 ist plus 6. Kommt raus, 36 minus 18 ist 18, plus 6 ist 24. Das ist ungleich 0. Also können wir sagen, die 24, das ist das Volumen des Parallelpipetts. Wir haben jetzt einen Vektor U und einen Vektor V und der Vektor W steht in den Raum, ja? Also nach hinten oder nach vorne und spannt damit dieses Spat, nennt man noch Spat, oder Parallelpipett auf. Ja? Das war hier oben nicht. Hier oben lag W in der gleichen Ebene wie U und V und deswegen hatten wir da kein Volumen. Ja? Linear abhängig. Hier könnte man noch sagen, Vektoren linear unabhängig.